So Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Mystery Case Files. Jo, in der letzten Aufnahme haben wir, ich erinnere mich, ein viertes T-Stück bekommen und müssen nach diversen Kelchen suchen. Ich würde mal sagen, dann fangen wir mit den Kelchsuchen einmal zuerst an. Wäre nice, wenn ich wissen würde, wo die Kelche versteckt sind. Gut, hier mal unterm Sauhaufen nix. Gehen wir mal rein. Die Alte schnarcht noch immer. Die Kombination wissen wir auch noch nicht. Bei den Puppen versteckt sie auch nix. Gut, dann gehen wir zurück. Ui, da haben wir ja auch noch ein Spiel. Ne. Okay. Dann gehen wir mal hier rein, schauen wir mal, ob hier irgendwo Kelche noch immer dumm stehen. Nein, da haben wir nichts mehr. Dann gehen wir in die Küche. Gibt es hier noch Kelche? Nein und nein. Das Gumbo kocht noch immer. Ist ja erst seit einer Viertelstunde, ne, am Herd, ne? Gut, hier haben wir auch keine Kelche, nein. Hier auch nicht. Dann gehen wir mal runter. Hier haben wir auch noch keinen Kelch. Können wir hier übrigens schon irgendwas machen? Nein, wahrscheinlich nicht. Für was brauchen wir denn eigentlich? Ein Reibungspapier und ein Benzinkanister auch noch. Gut, hier haben wir keine Kelche. Passt, dann gehen wir wieder raus. Dann gehen wir hier rein. Oh, hier haben wir auch keine Kelche mehr. Hier haben wir auch keine Kelche. Es fehlen Kelche in der Gruft und dem Anwesen. Also, sind sehr gut versteckt. Das ist der zweite Kelch, den wir gefunden haben. Ah ja, Schnabel halten heißt's. Nein, hier haben wir keinen Kelch. Im Arbeitszimmer haben wir... Moin! Haben wir auch keinen Kelch. Das Passwort wissen wir auch noch immer nicht. Gehen wir nochmal rauf. Haben wir hier irgendwo... Das Monogramm, da deutet darauf hin, dass jemand mit den Initialen AB vor kurzem hier war. Jo. Feiner Scroll, das haben wir schon alles gelesen gehabt. Aber hier ist auch kein Kelch. Ah, hier versteckt sich der Kelch. Die Olle, das schaut, sie macht mal was anderes, als hier den Boden zum Putzen. Puh, das überrascht mich jetzt aber ein bisschen. Gut, hier haben wir auch keinen Kelch mehr. Dann gehen wir hierher. Da haben wir den Kelch. Und bei ihr im Zimmer wird höchstwahrscheinlich auch keiner sein. Nein, dann wird vielleicht hier noch einer drinnen sein, was ich aber auch... nicht vermute. Gut, warte, stopp. Mal darauf. Oh, ein Wimmelbild. Und hier ist ein Kelch noch. Na dann tun wir mal wimmeln. Und zwar Thermometerglas Katze. Da schaut's aus. Da schaut's wieder aus. Das ist ein Wahnsinn. Wie kann man sich hier nur wohlfühlen? Da wächst sogar schon der Efeu. Gut, da haben wir übrigens ein Thermometer. Ein Glas und eine Katze. Das ist die Maus. Da ist die Katze bestimmt nicht weit entfernt davon. Fischente Hantel. Fischente Hantel. Jo, ich finde heute wieder mal gar nichts. Was ist denn das? Ah, ein Bunsenbrenner. Okay. Hufeisen und Geld.
Geld habe ich gesehen, das ist da. Hufeisen habe ich auch schon gesehen. Brauchen wir vielleicht das Mikrofon? Nein. Brauchen wir eine Zwinge? Nein. Brauchen wir die Maus? Nein. Wir brauchen noch ein Radio, einen Schläger und einen Schlüssel. Den Schlüssel habe ich hier gesehen. Ja, Efeu wachse. So. Ein Fisch, ist das ein Fisch? Ja, das ist der Fisch. So, Glas und Katze. Ein Radio ist hier. Glas und Katze. Das schaut... Nein. Schau, seht ihr das? Ein Puppenkopf schaut da raus. Eine Hantel haben wir hier übrigens. Ein Glas und eine Katze. Eine Pussycat. Wo ist die Katze? Eine Ente haben wir übrigens hier. Aber mir ist... Wo ist die Katze? Katze ist hier. Ganz unübersichtlich. Und einen Schläger. Wo ist der Schläger? Baseballschläger. So, was kriegen wir? Ein Glas. Keine Ahnung, für was wir das schon wieder brauchen. Gut. Ja. Platziere die Kelche im Schrank unterhalb der Falltür. Na, dann werden wir dort wieder hingehen. Zap, zarap. Aha, und... Zap, zarap. Zack. 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 Und zack. Aufgabe abgeschlossen. Was kriegen wir? Wir kriegen ein Medaillonsstück und die Treppe geht auf. Huch, wo bin ich denn jetzt? Nö, sag bloß, ich bin jetzt im Haus. Kamin untersuchen. Jo. Durchsuche das Gästehaus nach Hinweisen zu Louis und Marys Beteiligung. Geil, Alter, ich bin jetzt im Haus. Na, kann ich ihn nur da rein. Oh. Was ist denn das für ein Voodoo-Kram? Und eine Kommode mit sehr viel Grimmschkramsch und ein wie heißt das? Japanische Faltkunst halt aus Papier. Streichholz, Pfefferminzblatt und eine Braut. Die Braut haben wir hier. Pfefferminzblatt haben wir hier. Und ein Streichholz. Ein einziges, oder wie, oder was, oder wann? Naja, gut, keine Ahnung. Teebeutel und einen Nagelknipser. Einen Teebeutel. Da haben wir das Streichholz übrigens. Einen Teebeutel. Gut, Teesieb. Sicherheitsnadel und eine Fliege. Gut, Wäscheklammer und Scheibe. Wäscheklammer und Scheibe. Scheibe. Eine Scheibe. Was für eine Scheibe? Eine Glasscheibe oder eine normale Scheibe? Da ist übrigens ein Teebeutel. Eine Scheibe. Da ist das Teesieb. Eine Scheibe? Was für eine Scheibe? Eine Glasscheibe? Nein. Eine Scheibe, das kann viel sein, eine Scheibe. Hoch. Ja gut, da hätte ich lang gesucht. Was kriegen wir? Einen Schlüssel. Sehr schön. Gut, was haben wir hier? Die verschlossene Kiste ist von Knochen und anderen ritualischen Objekten umgeben. Passt der Schlüssel vielleicht hier rein? Ja, passt. Was haben wir hier? Eine Voodoo-Puppe.
Ein Geheimgang unterhalb des Friedhofs führte mich in das Gästehaus. Dieser Alternativeingang ließ mich das Haus von Mary und Louis gründlich untersuchen, ohne von Louis im Garten gesehen zu werden. Das, was ich gefunden habe, bezeugt tatsächlich die Verbindung Mary Lees zu Voodoo. Ein altes Grammophon im Schlafzimmer spielt unheimliche zauberspruchähnliche Gesänge ab. Zauberspruchähnliche? Das ist einfach nur dum 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 dum. Aber bitte. Auf dem Bett daneben liegen zeremonielle Dinge. Ein Kreis mit brennenden Kerzen, Räucherstäbchen und Tierknochen wurden um eine Kiste in der Mitte gruppiert. Nachdem ich einen Schlüssel gefunden habe, öffnete ich die Kiste und entdeckte eine Voodoo-Puppe, die wie Mr. Lawson aussah. Ich nehme die Puppe an mich und frage Mama Amy, was das zu bedeuten hat. Ich habe anscheinend eine vielversprechende Verdächtige gefunden. Aha. Gut, ist die Puppe eine grobe Nachbildung von Mr. Lawson? Ich kann hier sonst nichts mehr machen. Gut, dann gehe ich wieder weg. Die ritualische Musik, die aus dem Grammophon erklingt, ist wirklich sehr unheimlich. Also ich finde sie nicht unheimlich. Ein Bild Mary und Louis Lee schmückt die Kommode. Befrage Mama Amy. Na dann gehen wir zu Mama Amy. Mama Amy. Ey Mama Amy. Warte mal kurz. Aber eines will ich noch gern wissen. Da habe ich ja schon einen Tipp. Ashwin Ponser war derjenige, der das Haus gebaut und das Grundstück gestaltet hat. Ich frage mich, ob sein Name ein Anagramm von jemand anderem ist. Ein Anagramm von jemand anderem. Ein Anagramm von jemand anderem. Von wem? Von ihm? Nee, das glaube ich nicht. Naja, ist ja wurscht dabei. Das werden wir schon noch lösen, das Rätsel. Gehen wir mal zuerst zu Mama Amy. Hey Mama Amy, servus. Ich war nicht in deinem Haus, sage ich dir gleich. Nein, da wollen wir nicht hin, da wollen wir hin. Mama Amy. Good to see you again, child. Jo. What is it you brought with you? Why don't you let Mama Amy take a better look? Grüß dich. Guckst du? Sure enough. This was fashioned to look like the man you are looking for. And I suspect it was found close to his belongings as well. Mm-hmm. What you've got here is a conjure of hoodoo, not voodoo, child. Hoodoo? Houdini? Hoodoo is the opposite of voodoo. It's a good magic. The pins in the doll are wishes of kindness and hope. All Mary Lee's trying to do is help Mrs. Lawson get back her husband. Mhm. Verdächtiger. Now, detective, you and I both know there's always suspects. If I were you, I would check the swamps again. The girl next door who works in the tavern, she knows her way around the backwaters real good. And detective, make sure your skull doesn't make 14. Huch. Sprich mit der Barkeeperin über die Erkundung des Sumpfes. Na dann, geh mal wieder zur Barkeeperin. Und der grinst noch immer. Huch. Oh, how you doing, Shug? Thanks for running that gumbo down the way. I hope Kuda didn't fill you full of too many holes. Oh, nö. Passt schon. Sumpf. Well, yeah. I know those pots like the back of my hand. Mama Amy's right, though. This time of night is no time to be wandering around out there. Besides, Shug, I'd love to help you, but I'm the only one working tonight. And right now, I got to tend to a toilet, went and got all backed up.
Toilette, lasst mich raten. Wir dürfen Klempner spielen. Oh, a bar full of thirsty folks needs a working bathroom. Lamont usually fixes it, but he ain't here. Any chance I could ask one more favor? Here's the key to the cellar. Run down there and grab the plunger for folks start going in their britches. Repariere die Toilette der Kneipe für die Barkeeperin. Ach, wie spannend. Kompliment an den Koch. Naja. Wie komme ich denn da jetzt? Da. Oh, Kettensäge. Es klingt, als hätte sie kein Benzin mehr. Oh. Was? Für was schleppe ich einen leeren Benzinkanister mit? Ey Leute, willst du mich verarschen? Aha, ich kann dieses alte Muster kaum erkennen. Pff, vielleicht mit Kreide? Kreide? Wenn ich doch ein wenig Abreibepapier hätte. Ah ja. Ich folgte meiner Intuition bezüglich des alten Kneipenfundaments und entdeckte eine Reihe von Kreisen, die in die Steinmauer eingraviert wurde. Mein Interesse an dem Bau verstärkte sich nur noch, als ich den Ort auf der Karte sah, den Mr. Lawson gefunden hat. Dieser Keller existierte also bereits beim Zeichnen dieser Karte. Eine Rolle Papier und ein Stück Kohle, das ich mir aus dem Voodoo-Laden ausborgte, unter Anführungszeichen, gaben mir die Möglichkeit, das kryptische Muster zu entschlüsseln. Kryptisches Muster, das sind einfach nur Kreise mit Kreisen drinnen. Ich habe die Reibung beigelegt, sollte sie sich später als nützlich erweisen. So. So, liebe Leute, und wie wir als Klempner ob wir als Klempner taugen, sage ich jetzt einmal, das werden wir in der nächsten Aufnahme erfahren. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare und bye bye.